Also okay, Gareth. So, einmal dechiffrieren. Bitte so einfach wie gerade eben. Ach man, das irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich wollte da noch in dieser kleinen Lücke durch, aber es reicht auch so. So, Striker 3 klingt sehr gut. Storm 3, Hammer 4. Oh ja, schön. Müssen wir gleich nochmal schauen. Die Pumpgun Storm 3 ist... Oh, die ist ja viel schlechter. Ist ja traurig. Ist natürlich auch ein ganzes Stück... nicht direkter hier präziser, aber... Naja, muss nicht sein. Die Striker ist schlecht. Ach, die Stinger war das. Stimmt, ich habe das verwechselt gerade. Ich dachte, wir hätten jetzt wir hätten von der Stinger jetzt die 3 gekriegt, aber gut. Auch die Hammer 4 ist schlechter im Schaden, aber das... Ach, nee. Weißt du, ich leg die trotzdem an, weil die Präzisionseinstufung ist natürlich viel besser und die 2 Schadenspunkte, die machen den Braten dann auch nicht fett. Wir hören nochmal kurz hier, ob wir nicht vielleicht einen Rückstoßdämpfer uns reinschmeißen können. Ist vielleicht beim Sturm... wieso sag ich immer Sturmgewehr? Beim Scharfschützengewehr nicht so schlecht. Schildumgebung Schaden, Waffenwirkung, rein damit. So, damit zumindest bei meinen Waffen das mit ausgerüstet ist, das ist vielleicht ganz gut. Bei den Granaten haben wir da nicht mal irgendwas Neues hier. Sprengstoff 3 haben wir schon drin, okay. Gut, dann haben wir das. Mehr gibt es hier glaube ich auch nicht. Wofür ist der Schalter eigentlich? Für die Tür, die hier wäre, okay. Gut, wird noch kurz die Konsole hier dechiffriert. Wahrscheinlich gibt es wieder einen neuen Auftrag für uns. Schauen wir mal. So, schnell rüber. Bis ans andere Ende. Naja, was soll's. Bericht über vermisste Personen. Zu Händen Administrator Anoleus. Ein Mann namens Garoth oder Garoth sucht nach Informationen über den Aufenthaltsort einer unserer Frachter. Er glaubt, dass das Schiff seines Bruders auf der Reise durch das Strenuus-System von Piraten angegriffen worden sein könnte. Untersuchung läuft. Ja, das werden wir schon noch herausfinden, denke ich mal. Mitgenommen im Vorbeigehen. Gut. Und ich denke, da haben wir doch das Optimum rausgeholt hier oben bei SynIQ. Und können uns wieder nach unten begeben. Wir haben die dumme Kuh getötet. Wir haben Punkte als guter Mensch bekommen. Wir haben Lorikins Daten erhalten und einiges an Waffen und Upgrades. Das finde ich äußerst positiv, muss ich mal so feststellen. Okay, mal schauen, was die, wie hieß sie denn, Maeko hieß sie, ne? Was die so dazu sagen wird, dass die Kyra tot ist? Commander, es gab Berichte über Lärm im Büro von SynIQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Ja, weiß ich. Seien Sie nicht schüchtern. Sei nicht schüchtern. Trau dich. Sagen Sie es ruhig. Was haben Sie vor? Nicht hier, Spectre. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Sehr gern. Das heißt, wir können jetzt auch ins Hotel. Das war ja vorher noch von dem Türsteher besetzt. Oder versperrt, der Weg. Hoffe ich doch zumindest mal, dass wir da jetzt auch rein können. Ja, und dann gehe ich natürlich auch nicht zu Keen, weil den kann ich ja so... Quatsch. Doch, zu Keen. Nee, ja, zu Keen, weiß ich nicht. Nee, wir gehen erstmal zur Tante da. Weil, gut, ich weiß auch, worauf es hinausläuft. Das ist das Schöne. Das ist das Gute. Ich weiß, worauf es hinausläuft. Und deswegen mache ich das auf jeden Fall. Denn ich weiß, auf welcher Seite Parasini steht. Und ich kann damit jemanden ans Bein pissen, den ich überhaupt nicht leiden kann. Action Music! Steig auf, Fahrstuhl! Bisschen schneller die Türen öffnen! Okay. Ja, doch nicht ganz im Hotel, sondern bloß in der Lobby, aber was soll's? Dann erzähl mal. Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Noveria. Genau das. Sie ist nämlich Ermittlerin. Was will eine interne Ermittlerin hier? Die Direktoren wissen von Anoleis Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Sie arbeiten für Anoleis. Können Sie nicht seine Aufzeichnungen nutzen? Er ist ein Gauner, aber kein Dummkopf. Er hat keine Dateien im Computer, in denen steht, ich habe 3 Millionen Credits gestohlen. Keens Aussage und Beweise sind alles, was ich brauche, um Anoleis Schuld beweisen zu können.
Und ich? Soll ich dich vielleicht auch irgendwie aussagen? Oder irgendwas? Ach, was weiß ich. Warum fragen Sie Key nicht einfach? Ich bin Anolés Sekretärin. Denken Sie, er würde mir glauben? Mir in einer dunklen Gasse seine Beweise übergeben? Ich dachte, Korruption wäre auf Noveria üblich. Die Regel lautet, mach keinen Ärger. Egoismus wird toleriert, solange er nicht geschäftsschädigend ist. Anolés vertreibt die Kunden. Ja, genau, das ist das Problem. Egoismus wird toleriert, weil es nur um das Geschäft geht letztendlich. Und wie ich schon mal erzählt hatte, in der Wissenschaft ist es halt auch ganz schrecklich und da ist es halt auch ganz oft Egoisten, die immer der Meinung sind, ihr eigenes Wohl durchprügeln zu müssen. Gut, wir brauchen natürlich den Pass, ne? Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Schön, schön. Anolés hat Dreck am Stecken. Es wäre besser, ihr zu helfen. Ja, natürlich. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Nee, ich will eigentlich gar keine Bezahlung. Das ist bestimmt wieder so eine böse Sache. Das ist immer so... Ich mache das aus reiner Genugtuung, Anolés eins reinwürgen zu können. Einfach nur deshalb. Okay, ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Natürlich. Gut. Wir haben eine neue Aufgabe, mit Keen zu reden. Können wir nochmal mit Vargas irgendwas besprechen? Commander Shepard? Nee. Okay. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Dann machen wir das doch gleich mal und versuchen ihn zu überzeugen. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Ich habe den Job erledigt. Aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolés aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Ah, sehr gut. Das hilft uns wieder, hier überzeugen zu können. Jeder auf dieser Station hat unter Anolés Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Anolés. Sie werden auf ihn wütender sein als auf Sie. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Schön. Ich werde aussagen. Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. Boah, das gab vorbildlich plus 24. Jetzt will ich nochmal ganz kurz schauen. Hier wollte ich hin. Nee, Quatsch, hier will ich gar nicht hin, sondern hier. Naja, so viel hat es jetzt gar nicht ausgemacht. Also ich weiß gar nicht, wie stark der Einfluss hier ist. Also, wie die Zahlen zu bewerten sind. Moment, ich will nochmal ganz kurz schauen. Okay, wir haben gleich wieder ein Level Up, das ist sehr schön. Da können wir dann die Dechiffrierfähigkeit noch ein bisschen mehr erhöhen bei den beiden. Gefällt mir. Ich werde dann auch, sobald ich so ziemlich alles dechiffrieren kann, wenn ich die beiden dabei habe, werde ich auch wieder auf automatischen Stufenabstieg umsteigen. Denke ich mal. Weil wir sonst wirklich für jedes Squad-Mitglied einzeln das Ganze erhöhen müssten und das wäre schon ziemlich anstrengend, glaube ich. Ich meine, wir haben momentan 5, insgesamt dann 6 Squad-Mitglieder, die wir dabei haben können. Das ist dann doch ein bisschen aufwendig, wenn man für jeden Stufenaufstieg immer die Punkte ausgeben muss. Und wenn man es dann mal vergisst, ist es halt auch blöd. Da lasse ich das lieber automatisch machen. Denn was letztendlich im Spezifischen erhöht wird, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Irgendwie wird es uns schon helfen, sagen wir mal so. Nur jetzt gerade ist es halt für die beiden wichtig, dass ich die Dechiffrierfähigkeit erhöhe, damit ich dann nicht jedes Mal zurücklaufen und die Kisten nochmal extra öffnen muss. Gut, auf zu Parasini. Ging's hier nicht dahin? Oder laufe ich gerade falsch? Ne, ich bin richtig, okay. Und dann nehmen wir den guten Kerl mal hops. Nehmen wir? Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Oh ja. Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Na klar bin ich in Ordnung. Gut, was haben wir gedacht? Sie sind glücklicher, Sie sind fertig. Ja, gern geschehen. Dann probieren wir mal hier. Hilft Ihnen das nicht? Sie scheinen sich nicht sehr zu freuen. Ich bin überglücklich. Aber im Moment habe ich nur das Gefühl, etwas Schweres erledigt zu haben. Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke.
Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Ja, ja, gehen Sie. Sehr schön. Sie, Shepard! Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften! Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Ja, damit haben wir Parasini geholfen. Nochmal vorbildlich plus 8, das ist sehr schön. Und die Sache ist, wir werden Gianna Parasini im zweiten Teil nochmal wiedersehen. Sie wird da keine große Rolle spielen, aber wir werden sie auf einem Planeten nochmal antreffen. Ich will nur mal kurz schauen, ob wir jetzt vielleicht... Genau, jetzt können wir den Safe hier auch öffnen, wo hier keiner mehr ist. Und da wird sie ihr Versprechen einhalten und wird ein Bier mit uns trinken gehen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe zumindest. So. Wir haben den Garagenpass, das heißt, für uns kann es jetzt aufgehen zu Gipfel 15, aber wie gesagt, ich will das ja jetzt noch nicht machen, sondern ich möchte vorher noch eine gewisse Asari-Forscherin beholen, nämlich Liara. Und ich würde sagen, das mache ich auch direkt. Wir könnten auch nach Pharos gehen, aber ich möchte Pharos eigentlich als letztes machen, weil ich es sonst immer als erstes mache. Und damit steht unser Ziel dann auch fest. Wir begeben uns in das Cluster, in dem Liara ihre Forschungen betreibt. Dann können wir gleich auch nochmal zu Maeko gehen und mal schauen, ob sie nicht irgendwas dazu zu sagen hat, dass ihre erste Stellvertreterin oder was auch immer die darstellt, zumindest ihr Sidekick da, jetzt eben tot ist. Weil sie eine Verräterin war. Weil sie noch irgendwelche Nebengeschäfte geführt hat. Gut. Jetzt sind wir wieder draußen. Und jetzt sollten wir Noveria keine Probleme mehr haben, denn wir haben gerade dafür gesorgt, dass der Chef, der hier die größte Kackbratze von allen ist, wegkommt und sind jetzt auch so ein bisschen enthält und die Direktoren sollten uns eigentlich dankbar sein. Commander, schön, dass Sie vorbeikommen. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie unglücklich es war, dass Anoles Sama auf frischer Tat ertappt wurde. Doch ich trage Ihnen das nicht nach. Wie jetzt unglücklich? Was will sie denn damit sagen? Unglücklich? Er war ein Krimineller, Captain. Die Direktion interessiert das galaktische Recht nicht. Aus diesem Grund wurde dieser Planet überhaupt besiedelt. Soweit es sie betrifft, ist Anoles Sama zu weit gegangen. Auf Noveria kann man tun, was man will, solange man die öffentliche Ordnung nicht stört. Ich verlange nur, dass sie nicht so viel Unruhe hervorrufen. Ich würde es als Gefallen betrachten. Ach so, weil sie natürlich für die Sicherheit zuständig ist und für die Ruhe hier, deswegen ist sie da ein bisschen unglücklich drüber. Aber gut. Ich will niemandem das Leben schwer machen. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss einen Bericht über diesen Zwischenfall schreiben. Guten Tag. Okay, gab nochmal vorbildlich plus 2, das ist schön. Aber darüber, dass Ihre Tante da mit verwickelt war drin, hat sie gar nichts, hat sie kein einziges Wort verloren. Ist auch interessant. Gut, wir kommen wieder zu unserem Schätzchen der Normandie zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte oder ob das in den Gesprächen mit dem Maschinisten klar geworden ist, aber die Normandy ist das allerbeste Schiff, das die Menschheit zu bieten hat. Weil es eben unglaublich wendig ist und einen extrem leistungsfähigen Antriebskern hat. Dekontamination aktiv. Und dazu eben auch noch dieses Tarnsystem, das da mit drin ist. Und Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Ja, wir sind nicht an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Wir sind an Bord gekommen, aber das hatte ich beim letzten Mal auch schon, als ich hier drauf gegangen bin, außerhalb der Aufnahme. Ja, das wurde, glaube ich, im Gespräch mit dem Maschinisten mit erwähnt, aber wollte ich trotzdem nochmal mit erwähnen. Also wir haben ein unglaublich hochtechnisiertes Schiff hier. Und ich glaube, im Intro wurde erwähnt, dass das der Testflug war für das Schiff. Also quasi Jungfernflug, wenn man so will. Zumindest in Aktion, richtig. So, und ich möchte mal kurz schauen, hier nicht, hier, ob hier nicht jetzt gerade noch was Neues dazugekommen ist. Hawking Etta, Kepler-Radsektor, Armstrong. Denn wir haben doch gerade Hades Gamma. Oder war das, nee, es war ein System, das war kein Cluster, ne? Dann will ich noch mal kurz schauen, ob dieses Cluster, das da erwähnt wurde, für die Quests, oder für das Quest, für das eine von dem Salarianer, ob wir da nicht vielleicht schon in einem der Cluster, in denen wir schon waren, ob das damit drin ist, das System? Nein, ist es nicht. Genau, und die anderen haben wir noch nicht gemacht. Von daher lassen wir es mal außen vor und gehen erstmal nach Artemis Tau. Ach du Scheiße. Okay, ich nehme an, nach Sparta müssen wir dann, oder?
Ja, wir schauen mal. Erstmal wieder aus der Station lösen. Ist halt immer, wenn wir an solchen Orten ankommen, dann gibt es halt immer eine richtige Sequenz für jedes Andocken, für jedes Abdocken, während ansonsten einfach nur gereist wird. Schnips! Gut. Damit sind wir angekommen. Das scheint nicht das richtige das richtige System zu sein. Macht aber gar nichts. Ich wollte nämlich noch fix mit erkunden. Was hoffentlich nicht allzu lange dauert. Der Zwergplanet hat nichts für uns. Wir gehen mal auf die zweite. Commander, ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Okay, Edolus ist ein terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Würde ich sagen, machen wir jetzt aber nicht. Ich schreibe mir das nur mal... Oh, es wird schon wieder so dunkel. So, kurz Licht gemacht. Ich schreibe mir das nur mal kurz auf hier, damit ich da nochmal irgendwann hin zurückkehre, um zu schauen, was denn dort eigentlich genau abgeht. Was war das jetzt? Sparta... Edolus. So, Cluster weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber dann können wir nämlich die Nebenaufgabe jetzt gerade erstmal außen vor lassen und vergessen die nicht. Altaria, auch ein terrestrischer Planet. So viele terrestrische Planeten hier. Nein, 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 sowas. Okay, Ontamaika, hier können wir zumindest was erkunden, das ist sehr schön. Danach habe ich eigentlich gesucht und ich nehme an, es wird ein Helium-3-Vorkommen sein. Wasserstoff, okay, ist auch in Ordnung. Weil es ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant ist, deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Gut. Und hier hinten noch der letzte. Als Sages. Auch hier können wir erkunden, sehr schön. Seltenes Element entdeckt, es ist ein kleines Vorkommen, Plutonium. Wird alles mitgenommen. Ich schaue nochmal ganz kurz, ob hier nicht vielleicht was in den Meteoriten geringen ist, denn... Ich glaube, es ist im zweiten Teil aber erst. Da gibt es nämlich auch Systeme, aha, in denen man da was findet. Aber es ist auch hier schon im ersten Teil. Schauen wir doch mal. Asteroidencluster. Lohnt sich manchmal genauer hinzuschauen. Auch hier können wir erkunden. Proteanische Datendisk gefunden. Beim Scannen des Asteroidenfeldes im Sparta-System haben sie Anzeichen von Bewohnern festgestellt. Ein Aufklärungsteam wurde losgeschickt, um einen der größeren Asteroiden zu erkunden. Auf dem Asteroiden fanden sie einen funktionstüchtigen Biodom, aber keine lebenden Wesen. Allerdings fanden sie eine Datenkonsole, die eine intakte proteanische Datendisk enthielt. Sehr schön. Wir sehen, man muss wirklich manchmal genauer hinschauen, um die Sachen zu finden. Damit ist Sparta abgehakt. Wir gehen nach Knossos. So, von Sparta nach Kreta, warum nicht? Die Namen sind manchmal ganz putzig. Okay, Phaistos, dem fehlt das He vorne dran. Dann könnte es auch ein Schmied sein. Gut, schauen wir nochmal kurz hier im Asteroidengürtel nach. Auch hier gibt es wieder was, siehst du mal. Metallhaltiger Asteroid. Da nehme ich mal an, werden wir mal wieder ein Rohstoffvorkommen entdecken. Jawohl. Ein größeres Vorkommen an Platin. Das gibt Kohle, denn Platin ist teuer. Gut, Phaistos hatten wir gerade schon. Terrum ist bevölkert. Auch das schreibe ich mir mal auf, dass wir Terrum noch haben. Knossos. Terrum. So. Dann werde ich nämlich alles später mal erkunden und kann mir das jetzt sparen. Zakros hat nichts. Der Planet, dessen Umlaufbahn fast mit ihm kollidiert, ist Armeni und der hat nichts. Dann haben wir mal wieder einen großen Asteroidengürtel. So, ich glaube, hier wird jetzt aber nichts mit drauf sein. Wäre doch ein bisschen arg viel, wenn hier gleich doch in beiden Asteroidengürteln ist was drin. Ein kohlehaltiger Asteroid, aha. Medaillon gefunden. Beim Scannen des Asteroidenfeldes im Knossos-System haben sie ein paar seltene Signale empfangen. Nach näherer Untersuchung fand Navigator Presley die Überreste eines lange verlassenen salarianischen Jägers. Das einzige interessante Objekt an Bord war ein Medaillon des Salarianerordens. Wir müssen mal schauen, ich glaube, das sind Nebenquests, dass man alle finden soll dann. Aber ich bin mir nicht sicher, wie genau das war. Achso, ich schaue nochmal kurz fertig hier. Nicht, dass sie gemeinerweise noch einen zweiten Asteroiden draufpacken, man weiß ja nie.
aber sieht nicht danach aus. Dann schauen wir noch kurz beim letzten, bei dem wahrscheinlich nichts sein wird. Doch. Ein großes Stickstoffvorkommen, sehr schön. Okay, haben wir auch Knossos abgearbeitet. Achso, Artemis Tau, das wollte ich mir darauf schreiben. Damit ich da nicht am Suchen bin. Welches Klasse das war. So, Artemis ist ja schon wieder griechischer Ansatz hier. Ist alles griechisch. So gehen wir erstmal hier runter nach Mazedonien und besuchen Alexander den Großen. Gut. Und auch hier können wir landen auf Charila. Oh, was war das jetzt? Mazedonien. Mazedon hieß der, glaube ich, ne? So. Charila. Gut. Wird ein andermal gemacht. Ja, wen können wir hier noch treffen, außer Alexander dem Großen? Wahrscheinlich Aristoteles, denn der war ja sein Lehrmeister mit gewesen. Ansonsten weiß ich nicht, ob es da irgendwelche großen Männer gab, die aus Mazedonien kamen. Matriarchenschriften entdeckt. Beim Scannen des Planeten Polan haben sie ein seltsames Signal aus dem Orbit empfangen. Navigator Presley konnte das Signal bis zu einem uralten Sender zurückverfolgen. Ihr Bergungsteam brachte den Sender an Bord und fand in einem Staufach eine der Schriften der Matriarchin der Inaga. Sehr gut. Okay. Wir sammeln und sammeln und sammeln. Das gefällt mir sehr gut. Batavik hat nichts, dachte ich mir schon. Und mal wieder den Asteroidengürtel. Und da haben wir auch schon wieder was. Ein metallhaltiger Asteroid. Das lohnt sich wirklich. Es scheint fast in jedem Asteroidengürtel was drin zu sein. In dem Fall ist es mal ein Titanvorkommen. Finde ich gut. So, ich schaue trotzdem nochmal wieder den kompletten Gürtel an. Falls sie einen trollen wollen, noch einen zweiten draufpacken. Einen zweiten Asteroiden, der interessant ist. Gibt's aber nicht. Die Fargeluse kann man auch noch erkunden. Ein großes Xenon-Vorkommen. Schön, schön. So, damit ist auch Mazedonien abgearbeitet und wir gehen nach Athen.